freue mich, dass wir das heute mal geschafft haben, etwas zu tun, was ich schon lange vorhatte. Nämlich mal die Bilder von meinem hochverehrten Herrn Heinrich auszustellen. Das war schon eine Idee, die wir schon seit 3 Jahren hatten, als es im letzten Herbst dann an die Zeit ranging, wo Herr Heinrich schon für seinen 85. Geburtstag, der dann ja im Frühjahr war, plante und nicht so sich viel tat, hatten wir das ja schon früher vorgehabt. Aber dann wurden ja doch einige Veranstaltungen hier von der Stadt gemacht, er bekam auch die Ehrenbürgerschaft und haben wir das jetzt auf den heutigen Tag gelegt. Aus dem Grunde, es ist ja jetzt die Woche des Sehens gerade. Die Woche des Sehens wird also immer uns als Augenärzten und auch als Optikern empfohlen, wir sollen Veranstaltungen machen, wir sollen halt eben Informationen bringen, dass halt eben sich die Augenmedizin auch weiter voranbewegt und wir haben so viele Neuerungen immer, von denen wir berichten können, dass ich dachte, ich lade mal hier die Herr von der Augenarztkollegen ein und ich lade die Optiker ein. Das ist also schön, dass Frau Ziemer kann man sich auch dafür ein bisschen bereit erklärt hat, nochmal zu den Bildern, wo ich nicht so viel Kunstsachverständnis habe, da was zu sagen und wenn Sie da vielleicht so Ihre wichtigen Sachen weiterraten würden, würde ich Ihnen sehr dankbar sein. Ja, also eigentlich, hier läuft ja so ein wunderbarer Film, der also unwahrscheinlich spannend ist, weil man da auch mal wieder Details sieht, brauche ich gar nichts sagen. Über Herrn Heinrich etwas hier zu sagen, heißt ja wirklich Eulen nach Athen tragen. Also das ist, ich würde heute mich versteigen zu einem Ausspruch, weil der Tag des Sehens ist Herr Heinrich der Seher, der Künstler von Herford, das könnte man auch sagen. Wenn man also in unserer Region einen Aquarellisten, einen Maler benennen sollte, Landschaftsmaler, dann sofort Heinrich. Also der Wolfgang wird dann nicht genannt, sondern der Heinrich einfach. Das ist also ist wirklich hier so, ja, es hat sich so festgesetzt und das ist auch wunderbar so. Herr Heinrich ist aber gar kein Herforder. Man meint ja, seine Wiege hätte hier in Herford gestanden. Es gibt kaum einen Winkel Herfords, den Sie noch nicht erfasst haben. Nein, die Wiege stand in Berlin. Ja, wir kommen Sie aus der Großstadt Berlin nach Herford. Also, da sieht man, nicht, die Wege sind sehr, sehr nicht beweglich. Sie sind in Berlin aufgewachsen. Ich würde sagen, ja, Sie hatten also auch die große Chance, Sie sind kulturell auch aufgewachsen. Ihr Vater war Buchhändler, der Großvater war Bildhauer. Der hat dann den kleinen Wolfgang auch mit in die Museen genommen. Ja, es war also nicht zwingend, sondern es war etwas ganz Natürliches, so wie Brot und Wasser, dass sie in die Kunst, in die Kultur hineingekommen sind. Und dann auch schon in den frühesten Jahren hatten sie ihre kleinen Paradiese. Die Natur, sie hatten ihre Ecken, war so ein kleiner Robinson Crusoe auch manchmal und hat sich also in der Natur bewegt. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz grundlegende Dinge. Also diese kulturellen Dinge, die man in frühester Jugend erfährt, dann die Liebe zur Natur, sprich das Sehen in der Natur, das Beobachten der Natur, das war etwas Wunderbares und dann kam natürlich eine furchtbare Zeit, nicht? Sie waren also Kinderlandverschiebung, aber Riesengebirge wurde für sie dann durch Zeichnen auch schöner. Nicht? Sie hatten trotz dieser Trennung von der Familie, hatten sie da die Möglichkeit, jetzt als Junge, ich glaube, Sie waren 13, 14 Jahre alt, nicht? Ja, wie Sie dort also waren, haben Sie so gearbeitet. Ja, und dann kam die Rückkehr nach Berlin unter Einsatz im Militär. Und an eine Arbeit kann ich mich erinnern. Ich hatte das Vergnügen, ja, 60 Jahre Malerei, sozusagen die Ausstellung im Pöppelmann-Haus zu begleiten. Ja. Und da kann ich mich an eine Arbeit erinnern. Das war so eine Zeichnung mit Lichtern, das waren die Suchscheinwerfer sozusagen über Berlin. So. Ja, das werde ich nie vergessen. Das ist ein furchtbares Thema, aber diese Faszination des Lichts, die da drin war. Man sitzt selber nicht in seiner Sicherheit, kann man nicht sagen, in seinem Schutzbereich und beobachtet dieses Szenario am Himmel. Und ich kann mir so ein Szenario, hier haben wir auch ein Szenario am Himmel, da ist es die Natur an sich. Also auch diese Momente im vollkommen furchtbarsten Situation, auch dann Lichtspiele,
die einen irgendwo dann dazu animiert haben, das auch nachträglich noch festzuhalten. Sie haben ja auch an der Front gezeichnet und haben diese Dinge festgehalten. Das haben andere Künstler in der Zeit natürlich auch gemacht, muss ich hier sagen, weil das wirklich man brauchte das, um zu erholen, als Mensch zu überleben. Das war auch gerade als so junger Mensch mit 15, 16 Jahren. Ja, sie haben diese Zeit dann Gott sei Dank gut überstanden. Und dann haben sie sich entschlossen, Kunsterzieher zu werden. Sie haben studiert. Es kam dann sogar eine Karriere, kann man sagen, dazu. Sie wurden Tutor, sie waren Seminarleiter. Aber ich weiß nicht, soll ich dagegen halten? Aber Sie schaffen es. aber es ist so, wir wollen sie nicht aussperren. Wir sind nicht in Limburg. Also das nein, wir wollen zurückkommen, also in diese Zeit der 50er Jahre. Sie hatten ihre Frau kennengelernt, sie haben geheiratet, aber die Situation damals, Ende der 50er Jahre, wurde doch für Künstler schwieriger und ich könnte auch sagen, natürlich auch für Lehrer. Sie konnten das, was sie unter freiheitlicher Erziehung verstanden und Freiheit den jungen Menschen zu präsentieren, war einfach nicht möglich. Also haben sie diesen Schritt gewagt und sind dann nach Westdeutschland gegangen und das war ein harter Schritt. Sie haben hier in Herford also nicht sofort die besten Bedingungen gefunden und haben sich dann so langsam doch hochgearbeitet. Ich erzähle das ganz bewusst, um verständlich zu machen, wie man so in so eine Stadt wie Herford kommt, sie dann wirklich kennenlernt. Sie haben ja in der Nähe meiner jetzigen Arbeitsstätte, dort im Friedrichsgymnasium, haben sie in der Nähe gewohnt. Es sind dort bestimmt ganz, ganz schnell auch Dinge entstanden an der A, an der Werre, also an diesen wunderbaren Waldanlagen und. Und sie sind immer weitergegangen. Sie waren erst in Herford und dann ging es weiter. Dann kam endlich die Möglichkeit natürlich zu reisen. Das hat man ja sich auch gewünscht. Und es kam nicht nur die Nordsee dazu, sondern es kamen dann auch Länder wie Irak und Persien hinzu. An diese Dinge kann ich mich auch noch sehr intensiv erinnern aus der Ausstellung heraus. Sie haben also, sie sind schon Global Player, wenn ich das so sage, im heutigen Neudeutsch. Und, aber ihre ganz große Sehkraft haben sie also auf Herford, Ostwestfalen-Lippe gelegt. Das ist also eine ganz entscheidende Sache gewesen und dann ein großes Engagement auch unseren englischen Gästen hier in Herford, unseren Mitbürgern gegenüber, sodass sie auch große Auszeichnungen bekommen haben. Also sie waren auf einmal wirklich ein Ur-Herforder geworden, ein Teil dieser Stadt. Und jetzt komme ich natürlich zur Arbeit an sich. Wo liegt da diese Faszination? Also wenn man mich fragen würde, in Neude würde ich noch gelten lassen, ja? Aber dann würde ich bei Aquarell sofort auf Wolfgang Heinrich kommen. Sie verstehen das, ja? Also es ist eine, die haben auch Ölmalerei. Das ist, sie zeichnen, sie schneiden in Holz, in die Linoleum, machen Radierung, aber das Aquarell, das ist ihre Technik. Und da geht auch eine Wahnsinnsfaszination von aus. Wir haben also jetzt im Schaufenster einige Herforder Motive und dort drüben an der Wand auch einige Blicke, gerade jetzt in nächste Nähe hinein, wenn wir an die Radeweg denken. Natürlich sind die Heinrich-Arbeiten von heute etwas anders als vor 40 Jahren, das ist klar. Man hat ja eine Entwicklung, das muss ja auch sein. Aber sie haben Leben, sie sind mittendrin, diese Arbeiten. Das finde ich so wunderbar. Auf 12.12.2012 mit 85 Jahren das 13. Buch mit Gemälden. Und, Herr Heinrich, was ist noch dazu gekommen? Eine weitere Biografie. Herr Heinrich hat also schon immer seine Zeit, als er als Flakhelfer war, bis etwa, ich weiß nicht, wann es dann endete, bis 1946, schon veröffentlicht habt. Und hat dann jetzt nochmal die Zeit davor, also die früheste Jugendzeit, die er in Köpenick verbracht hat, zu Papier gebracht. Und ich würde sagen, ausgesprochen interessant. Man hat auch mit ihm einen wirklich so leicht und lockeren Stil, wie er das beschreibt, seine doch schwere Zeit, wie er halt eben in der Gefangenschaft war, wie er hier in Herford, darf man sagen, in der Gefangenschaft auf der Kiewiese mit, glaube ich, 3000 anderen Gefangenen war, ohne sanitäre Sachen, keine Toilette,
unmöglichste Bedingungen und wie das so beschrieben wird, also mich hat es wirklich berührt. Das sind ja dieselben, ja. Nur eben in anderer Form. Ja, ne? Zweimal dieselbe Straße, einmal zum Mischen und einmal zum sauberen Abnehmen der Farbe. Also das Gewicht des Papiers spielt eine ganz große Rolle. Ne? Denn dünnes, billiges Papier, das würde sich ganz schnell. Aber habe ich hier jetzt schon einen Mangel. Und zwar brauche ich mal einen Gummiball, um Wasser nachzuholen. Denn wenn ich jetzt hier Wasser nachhole, lasse ich ein bisschen Wasser. Deswegen habe ich mal einen Gummiball dabei. Da ist eine ganze Menge Farbe gleich in das Blech eingezogen. Mache ich da mal ein angenehmes Grün. Das Blaue, das Feuer. Und jetzt kann ich hier. Richtig schön. Aber ich kann natürlich jetzt mit dem dicken Pinsel hier auch solche dünnen Blätter ziehen. Ne? Oder hier. Und wenn mir das zu hell geraten ist, ja, dann kann ich hier noch einfach Farbe reinlaufen lassen. Ohne die Form zu verändern, mache ich das ganze Blatt dunkler.